Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Follower, die zurückliegende Plenartagung war die letzte vor der Sommerpause. Ich habe mich besonders über die interessanten Gespräche mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus einer Besuchergruppe aus Sachsen-Anhalt gefreut, die hier von Sonntag bis Dienstag in Straßburg und Umgebung, aber auch bei mir im Europaparlament waren. Am Montagabend stimmte ich im Entwicklungsausschuss für eine Stellungnahme unseres Ausschusses, in der sich eben unser Ausschuss gegen die Verwendung von 25 Millionen Euro aus der europäischen Entwicklungszusammenarbeit für die Ausstattung von Militär in Partnerländern ausgesprochen hat. In einer Aussprache am Dienstag ging es um die Pläne der Europäischen Kommission, die Sicherheits- und Verteidigungspolitiken der EU-Mitgliedstaaten zu stärken und sie auch besser zu integrieren. Unter anderem plant die Kommission, mehrere Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt für Rüstungsforschung, Entwicklung und Beschaffung bereitzustellen. In meiner Rede im Plenum habe ich in diesem Zusammenhang klargestellt, dass das Europaparlament über die Verwendung der EU-finanzierten Rüstungsgüter mitentscheiden muss. Rüstungsexporte und von Waffen und Munition an Drittstaaten müssen ebenfalls europäisch entschieden und ganz klar massiv reduziert werden. Am Mittwoch redete ich im Plenum zum Thema nachhaltige Entwicklung und ich kritisierte, dass die Europäische Kommission noch keine umfassende Strategie für die Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele der UN entwickelt hat. An die Mitgliedstaaten gerichtet forderte ich ebenfalls die Umsetzung des Ziels, endlich die 0,7% des Bruttonationaleinkommens für die Entwicklungszusammenarbeit auszugeben. Auch Deutschland steht dem noch zurück. Weitere wichtige Punkte in diesem Zusammenhang sind ein fairer Handel mit Entwicklungsländern und eine starke Rolle der EU in der internationalen Klimadiplomatie. Davon würden nicht nur wir, sondern auch unsere Partnerländer in allen Teilen der Welt profitieren. Sie können alle Reden und Abstimmungen während der Plenardebatte übrigens live über das Webstream des Europäischen Parlaments, aber auch über meine eigenen sozialen Medien, über meinen YouTube-Kanal verfolgen bzw. nachhören. Ich wünsche alles Gute aus Straßburg und Ihnen eine schöne und erholsame Sommerzeit. Ihr Arne Lietz.